Denn da hat Florian Kohfeldt, das muss ich noch eben erzählen, das fand ich eine geile Geschichte. Endspurt beim SV Werder Bremen und die sind mal richtig schnell unterwegs. 2:1 Sieg gegen den SC Freiburg. Ja, ja, ich weiß, es war eine zähe Partie, eine schwierige Partie, aber eine erfolgreiche Partie. Der SV Werder Bremen gewinnt nämlich solche Spiele in der Saison 2018-2019, vor allen Dingen im Jahr 2019, weil der Wille da ist und weil auch die Klasse da ist, die individuelle Klasse, in dem Fall von Davy Klaassen, der dann irgendwann in der 76. Minute für die große Erleichterung gesorgt hat. Und dann hat Theo noch einen folgen lassen im 2:0. Ja gut, das 2:1 ist irgendwann in der Nachspielzeit gefallen. Alles wurscht. Werder gewinnt schon wieder, bleibt unbesiegt, ist auf Platz 6 gehüpft, zumindest bis Sonntag in der Tabelle. Man kann Hoffenheim noch vorbeiziehen, aber völlig wurscht. So wie Werder spielt, so kommst du wirklich nach Europa. Und jetzt mal ganz ehrlich, halten wir uns mal fest, was war das denn für eine Woche? Erst in Gladbach noch das Unentschieden da geholt. Das fand ich schon eine richtig reife Leistung bei einem Champions-League-Teilnehmer. Dann verlängert Johannes Eggestein, dann verlängert Maximilian Eggestein. Das sind natürlich Bausteine für die Zukunft. Boah, jedes Werder-Herz müsste ja langsam so ein bisschen platzen. Vor allen Dingen müssen wir mal bei Maximilian Eggestein sagen, der wird gejagt, ja, von der ganzen Bundesliga. Die wollten den alle haben, der bleibt hier. Ne? Und nicht nur für den Endspurt da oben, sondern auch für den Spurt, der dann weitergeht in der neuen Saison und der könnte wirklich durch Europa gehen. Die Mannschaft zeigt das, dass sie lernwillig ist, dass sie lernfähig ist, dass sie solche Spiele, die sind wirklich, das Pendel kann in beide Richtungen ausschlagen, aber es ist kein Zufall, dass das im Moment immer in die Richtung von Werder ausschlägt oder zumindest so ausgeht, dass man damit zufrieden sein kann. Und jetzt kommen sie. Der Bayern-Doppelpack. Lederhosen wurden heute besungen. Ja, das war doch herrlich. Und das erste Mal sagte Theodor Gebrselassie, und der ist schon ewig Zeiten bei Werder, ich glaube seit Geburt hätte ich fast gesagt, so hat man zumindest das Gefühl, und der kennt diese Spiele bei den Bayern. Ach, was gab's da nicht auf die Nase? Wollen wir gar nicht mehr daran erinnern. Und er sagt, endlich fahre ich mal mit einem guten Gefühl, mit einem anderen Gefühl. Er grinste ganz schelmisch. Ja, und so haben sich auch die anderen geäußert. Claudio Pizarro, oh, wir sind bereit für die Bayern. Ja, ja, klar ist der. Der ist immer bereit für die Bayern. Der hat immer gute Laune. Aber dann am Ende ging das nicht gut aus. Und Davy Klaassen sagt, oh, klar wollen wir da gewinnen. Maximilian Eggestein sagt auch, das Spiel wollen wir gewinnen. Und im Pokal auch. Und dann kommt Florian Kohfeldt. Ja, der sagt, ich würde jetzt von meiner Linie abweichen, wenn ich sagen würde, wir wollen da nicht gewinnen. Aber Leute, reden ist ja alles gut und schön. Aber auf dem Platz müssen wir mutig sein. Und zwar schon am nächsten Samstag, wenn es dann bei den Bayern, ja, zum, kann man schon Spitzenspiel sagen, ne? Wenn da so der Erste gegen den Sechsten, vielleicht dann Siebten, ist ja auch wurscht. Das ist schon, die beiden Mannschaften sind richtig, richtig gut drauf. Und das könnte ein richtig dickes Ding werden. Naja, und dann am Mittwoch im Pokal sicherlich noch einen Tacken mehr. Und da hat Florian Kohfeldt schon gesagt, ich freue mich wie ein kleines Kind auf dieses Spiel. Ja, da ist er Fan. Fan wie alle anderen auch. Der könnte sich auch in die Ostkurve stellen, hätte da seinen Spaß. Da bin ich mir ganz sicher. Werder macht so viel Spaß wie wirklich ganz, ganz viele Jahre nicht. Und so ein kleiner Appell von mir jetzt dabei. Ne? Freut euch auf diese Bayern-Spiele. Ne? Aber wenn das vielleicht, kann ja eigentlich gar nicht schief gehen, aber wenn es vielleicht schief gehen sollte, steht auf sofort und brüllt weiter und dann geht's auch weiter. Dann kommt der Mittwoch. Es kann nur eine geile Saison werden, weil es jetzt schon eine geile Saison ist. Weil man darf nicht vergessen, wo Werder herkommt. Ja, und was jetzt noch alles möglich ist. Es muss eigentlich nur noch Max Kruse verlängern. Europa Platz 6, Pokalsieg. Ne, wir hören jetzt auf damit. War ein tolles Spiel heute, weil es nämlich so prickelnd ist. Und diese Siege, seien wir doch mal ganz ehrlich, was hat man denn davor, wenn man in der ersten Halbzeit 1-0 in Führung geht, in der zweiten Halbzeit 2-0 macht und irgendwann gewinnt man 3-0. Nein, das sind doch die Spiele, die alle wollen. 76. Minute, das Weserstadion bebt. Ja, weil auch Claudio Pizarro, der alte Mann, wieder da mitgewirkt hat. Da hat Florian Kohfeldt, das muss ich noch eben erzählen, das fand ich eine geile Geschichte. Der sagt dann so, ja, und irgendwann haben wir gar nicht mehr so gespielt, wie wir das wollten. Haben wir Bälle reingespielt, die haben wir gar nicht besprochen. Naja, zum Glück haben wir da diesen jungen Peruaner auf der Bank sitzen. Der hat euch dann gebracht und dann war wieder ein bisschen mehr Ruhe auf dem Platz. Und was für eine Ruhe war, haben wir ja dann gesehen. 2:1 gegen den SC Freiburg. Was für eine geile Saison. Schade eigentlich, dass schon Endspurt ist, weil 5 Bundesligaspiele nur noch, 2 im Pokal. Da bin ich mir ganz sicher. Und alles darüber lest ihr natürlich wie immer in der Deichstube, in der App, im Portal. Kommt alle rein, wir haben die Türen offen und die Bude ist rappelvoll mit Informationen für euch. Bis dahin, ciao.